Sehr geehrte Landtagspräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, ich muss mich schon fragen, warum wir heute über den Nachtragshaushalt beraten, gerade im Bereich Kindertagesförderung. Sie haben uns gefragt, was unsere Forderungen waren. Die haben wir in den Haushaltsberatungen im letzten Jahr eingebracht und genau diese werden wir auch jetzt wieder reinbringen. Da ging es um die Kostenfreiheit, natürlich, dass diese stufenweise eingeführt wird. Da ging es aber auch darum, dass auch die Qualität in den Kitas, kleinere Gruppen notwendig sind, auch hier ein Stufenplan vorgelegt. Das haben Sie alles abgelehnt. Ihr Nachtragshaushalt sieht nur ein Auseinanderspielen von Qualität und Kostenfreiheit vor. Sie setzen auf die Kostenfreiheit, während die Erzieherinnen und Erzieher draußen in den Kitas auf dem Zahnfleisch gehen. Wir hatten diese Woche diese Anhörung hier im Landtag und Herr Brotkopp, da hätte ich mir gewünscht, dass Sie dabei gewesen wären. Dann hätten Sie heute auch anders geredet über die Situation der Erzieherinnen und Erzieher. Sie gehen auf den Zahnfleisch. Ich hatte Sie abends noch mal bei mir im Wahlkreisbüro. Die wissen nicht mehr, was sie noch tun sollen. Seit über 10 Jahren erzählen Sie uns hier im Landtag, was an Qualitätsverbesserungen notwendig wäre. Dass beispielsweise die Fachkraft-Kind-Relation in den Kitas kleiner werden müssen. Auch bei der Kindertagespflege müssen wir nachbessern. Die Personalschlüsse müssen endlich landesweit einheitlich geregelt werden. Denn welche Situation haben wir denn jetzt? Wir haben in den Landkreisen und kreisfreien Städten unterschiedliche Personalschlüssel. 1,1 Vollzeitäquivalente pro Fachkraft. Das bedeutet, ich habe eine Öffnungszeit von 50 Stunden in der Kita, also um das mal plastisch zu machen, weil sie ja immer so plastisch sind. 50 Stunden in der Kita müssen abgedeckt werden durch eine Fachkraft. So ist sozusagen der Anspruch im KiföG. 1,1 bedeutet, dass tatsächlich nur 44 Stunden Erzieherin da ist. Was ist denn mit Ausfallzeiten infolge von Krankheit, Fort- und Weiterbildung? Das wird da noch nicht berücksichtigt, einfach weil den Landkreisen und kreisfreien Städten hier das Geld fehlt. Ich sehe es doch selber im Jugendhilfeausschuss im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wo wir es nicht erhöhen, schaffen zu erhöhen, weil einfach die Finanzierung nicht gegeben ist. Und warum? Weil sie sich mit einem Grundbeitrag von derzeit 1.440 Euro an der Kindertagesförderung als Land pro Jahr beteiligen und eine Steigerung von 2% vorsehen. Bei einer Tarifversteigerung dieses Jahr allein von über 3% sieht man doch schon, dass da Geld fehlt bei den Landkreisen und bei den Trägern vor Ort. Und wer muss es ausbaden? Die Eltern und Gemeinden müssen diese Unterfinanzierung austragen. Deshalb ist es einfach falsch, was Sie hier machen, nur auf die Kostenfreiheit zu setzen, ohne die Qualität in den Kitas mit in den Blickpunkt zu haben. Und Herr Brotkopp, weil Sie sagten, es sind nicht allein die Gruppengrößen. Doch, es sind eben auch die Gruppengrößen. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob ich in der Krippe 6 kleine Kinder im Alter bis zu 3 Jahren betreuen muss oder nur 4, so wie es die Anzuhörenden hier gefordert haben. Es hat etwas damit zu tun, dass der Bildungsauftrag in den Kitas umgesetzt wird und es eben nicht nur zu einer reinen Betreuung kommt. Sie sprachen dazu, dass, wie gesagt, nicht allein die Gruppengröße ausreichend sei, sondern auch die Qualität der Ausbildung entscheidend sei. Da frage ich Sie, Herr Brotkopp, was haben Sie denn da als Landesregierung gemacht? Sie haben eine Ausbildung eingeführt, wo die Auszubildenden auf die Fachkräfte angerechnet werden, zu 40%, um das auch mal für alle deutlich zu machen. Ich habe eine Auszubildende, 16 Jahre, die wird mit 40% als Fachkraft angerechnet, obwohl sie über 2/3 in dem ersten Lehrjahr fehlt. Diese Zeit ersetzt niemand. Sie wird faktisch als Fachkraft, fehlt sie in den Kitas, obwohl sie pauschal da zu sein scheint. Das ist ein hirnrissiger, also schlimmer kann man es fast gar nicht machen, die Ausbildung. Des Weiteren, auch wenn ich mir die Mentoren betrachte, die diese Auszubildenden anleiten sollen, Herr Krüger, da finde ich nichts zu lachen. Das sind ernste Probleme, die hier diese Woche diskutiert wurden, letzte Woche in den Anhörungen. Die Mentoren bekommen keine Anrechnungszeit. Ne? Das heißt, die Erzieher, die jetzt schon auf den Zahnfleisch gehen, weil wir zu wenig haben in den Kitas, die dürfen auch noch die Auszubildenden anleiten, neben ihrer täglichen Arbeit, ohne hierfür irgendeine Aufwendung, eine Zeitaufwendung, ein Kontingent zu bekommen, das bürden Sie denn einfach mal alles mit über als Landesregierung, als SPD und CDU, wo man sagen muss, halt, die Qualität der Ausbildung stimmt hier nicht, wir müssen hier nachevaluieren und ich hoffe, in Auswertung der Anhörung zum Kindertagesfördergesetz kommen auch SPD und CDU, dass wir die Evaluierung der PIA-Ausbildung vor 2020 vornehmen, sondern auch im Ergebnis dieser Anhörung. Ich finde, Sie belasten die Erzieher immer weiter. Und Sie sorgen noch nicht mal für Entspannung. Seit Jahren fordern wir hier die Ausbildungsplatzplanung.
da sieht man halt, wie wenig sie strategisch auch drüber nachdenken. In der Anhörung wurde deutlich, wenn die kostenfreie Kita kommt, kommen natürlich auch mehr Kinder in die Kita. Natürlich brauchen wir dafür mehr Erzieherinnen und Erzieher. Auf die Nachfrage, wenn denn hier endlich die Ausbildungsplatzplanung angepasst wird, damit wir mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden können, kommt vom Sozialministerium, naja, Ende des Jahres 2018, wenn irgendwann mal die Statistiken vorliegen. Das ist doch kein strategischer Umgang mit den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort. Sie belasten sie immer weiter. Sie dürfen die Folgen ihrer verfehlten Politik austragen. Sie stellen sich dann hier vorne hin in Reden, danken schön und ziehen sich alleine auf die Kostenfreiheit zurück. Ich kann den Frust der Erzieherinnen und Erzieher verstehen, der Träger, die mich immer wieder darauf ansprechen. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie auf die Straße, schreiben Sie Petition, damit endlich meine Kollegen von SPD und CDU das mitbekommen, wie es Ihnen vor Ort geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.